Hallo und herzlich willkommen im Keller. Schon wieder? Ja, es ist dauernd dunkel, wenn ich zum Filmen komme. Das ist ja eine Katastrophe. Und eigentlich wollte ich jetzt auch gar nichts filmen, sondern ich wollte eigentlich heute noch den zweiten Teil von dieser Hilfe im Wald-Sache schneiden. Aber das hat jetzt nicht funktioniert, weil mir ist eine elementar wichtige Sache dazwischen gekommen, nämlich ich habe Hunger. Und da ich neulich nach einer Empfehlung von euch übrigens nur gefühlt ein Jahr später endlich dazu gekommen bin, mal eine Bestellung beim Dosenbistro aufzugeben, habe ich jetzt viele leckere Dosengerichte. Ich mag Dosengerichte. Wer schon mal gesehen hat, wie ich koche oder besser gesagt erhitze, der weiß, dass ich Dosengerichte mag. Ich habe jetzt schon gegessen, Rostbratwürstchen mit Sauerkraut, die waren hervorragend, sehr leckeres Sauerkraut und wirklich erstaunlich leckere Bratwürstchen, die haben auch richtig nach Bratwürstchen geschmeckt, obwohl man ja so eine Dose bloß ins heiße Wasser schmeißt und den Inhalt damit heiß macht. Aber die waren trotzdem wirklich, ja, wie Bratwurst. Natürlich ist es gerade nicht ultimativ knusprig vielleicht, aber die Frage, ob das eine Bratwurst unbedingt sein muss. Aber die waren wirklich richtig lecker. Also da war ich erheblich positiv überrascht. Dann hatte ich Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat. Also eine Frikadelle für die Hochdeutschen. Kartoffelsalat für meinen Geschmack ein kleines bisschen trocken. Allerdings ist das natürlich eine Notwendigkeit, wenn der aus der Dose kommt. Aber der war trotzdem auch sehr gut. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Perfekt. Optimal. Also für Dosenfutter wirklich erstaunlich lecker. Ich kenne mich aus mit Dosenfutter, ich habe alles probiert. Alles, außer die ganzen Gemüsesachen. Aber, aber alles, was nicht allzu gemüsehaltig ist, habe ich alles probiert. So, was habe ich noch? Brezenknödel, die waren, ja, Brezenknödel halt. Wunderbar, kann man auch nichts sagen. Und, was gab es noch? Glaubt das? War es das schon? Stimmt, ja. Es waren nur 7 Dosen, die ich bestellt hatte und ich habe hier noch 4. So eine Dose ist übrigens größer, als sie aussieht. Also da ist schon eine ordentliche Portion drin. So, jetzt ist noch da Currywurst. Ich bin ja ein riesiger Currywurst-Fan und habe auch so ziemlich jede Fertig-Currywurst, also abgepackt, in welcher Form auch immer, probiert, die es irgendwo auf dem Planeten zu finden gab. Die hier noch nicht. Ich bin gespannt. Dann habe ich Gyros mit Reis noch übrig. Achso, ich kann ja mal sagen, was da drin ist. Ist übrigens alles selber gekauft und wieder mal nichts gesponsert oder sonst irgendwie, ne? Und die wissen auch nicht, dass ich dieses Video mache, die Leute von Dosenbistro bzw. Conserva.de. Ich weiß es nicht genau. Steht beides auf dem Paket, was ich bekommen habe. Die Internetseite heißt aber Dosenbistro.de. Da ist drin Schweinefleischmarker, Trinkwasser, Zwiebel, Joghurt, Milch, Steinsalz, Pfeffer, Zucker, Gurken, Reis. Fertig. Ja, das ist eine kurze Zutatenliste. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Philosophie von dem Verein, der das Zeug herstellt, ist wohl auch, dass sie, wenn irgend möglich, auf Zusatzstoffe verzichten. Oh. Currywurst, wo steht's? Hier, Schweinefleisch, Trinkwasser, Speisesalz, Curry, Gewürze, Sellerie und Senf, Gewürzextrakte, böse, Dextrose, Glukosesirup, Stabilisator, Natrium, Citrate, Diphosphate, Säureregulator, Natrium, Acetat und Schweinedarm. Ja, das ist halt eben nun mal notwendigerweise. Ja, und in der Soße ist auch noch so ein bisschen nicht 100%ig. Modifizierte Stärke. Also ist nicht ganz so ultimativ zusatzstofffrei. Mir persönlich ist das ja scheißegal, aber heutzutage guckt ja jeder auf, oh, da sind Gluten und Glutamat und was auch immer für ein Scheiß drin. Ist doch mir scheißegal, Hauptsache das schmeckt. Ich habe keine Zeit, mir große Gedanken drüber zu machen, was für krebserregenden Scheiß ich in mich reinstopfe. So, an irgendeinem Tod muss man ja sterben. Und da ich ja sowieso ein undurchdringliches Immunsystem habe, dann sterbe ich halt an Krebs. Dann bin ich immerhin in guter Gesellschaft. Ich meine, die meisten Leute sterben an Krebs. Ich habe hier noch Rührei mit Speck und Bratkartoffeln. Kartoffel, Zwiebel, Speck, Milch, Ei, Steinsalz, Pfeffer, Zucker. Fertig. Geil, ne?
Ich glaube, das esse ich gleich. Und deswegen bin ich eigentlich auf das Dosenbistro aufmerksam geworden, weil ich hatte da ja mal, ist schon ein ganzes Weilchen her, ein sinnloses Spaßvideo, wo ich einen Dosenburger verkostet habe, gemacht. Und da hat mir jemand drunter geschrieben, ich habe leider auch keine Ahnung mehr, wer das war, tut mir leid, dass es Dosenburger auch in hochwertig gibt. Da, 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 da. Ich habe ja schon damals beim damaligen Burger-Video zugegeben, dass ich enorm auf so einen Fastfood-Scheiß stehe. Ich bin halt einfach ein schlechter Mensch. Es hilft alles nichts. Ne? Weder Vegetarier noch frisst er nur Bio-Zeug und er trinkt dann auch ein schwarzes Wasser. Nee. Ihr solltet meinen Kanal boykottieren. Naja. was da alles drin ist, gucken wir auch nochmal schnell. Rinderhack, Rauchsalz, Paprika, Zucker, Paprika, ich mag keine Paprika. Gemüsebrühe, Pfeffer, also das ist Zutatenfleisch. Pfeffer, Zwiebelpulver, dann Semmelbrösel, Ei, Speck, Rapsöl. Tatsächlich ist im Fleisch wieder null Zusatzstoffe drin. Das ist anders als beim anderen Burger, den ich letztes Mal getestet habe. Dann Gouda. Der ist wohl tatsächlich wirklich Gouda und nicht ein käseartiges Erzeugnis. pasteurisierte Kuhmilch, Salz, Käsereikultur, Calciumchlorid, mikrobielles Lab, was auch immer das ist, Milch, Milcherzeugnisse. Einschließlich Laktose. Oh, Laktose. Böse. Also, ich sage jetzt nichts zu diesen ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die es heutzutage so alles gibt und so weiter und so fort. Und da gibt es interessante wissenschaftliche Studien dazu, dass das durchaus sein könnte, dass der eine oder andere sich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit durchaus nur einbildet. Also, ich mag einen ganzen Haufen Zeug nicht. Aber theoretisch könnte ich es essen. Aber egal. Das ist jetzt auch schon wieder böse. Falls jemand wirklich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, dann kann er ja natürlich auch nichts dafür und Ben hält diese Klappe zu diesem Thema. Er redet schon gleich weiter. Zutaten: Würzsoße, Tomaten, Tomatenmark, Zwiebelpulver, Knoblauch, Pfeffer, Knoblauchpulver, Pfeffer, Worcestershire Soße, Kreuzkümmel, Koriander, Honig, Zuckerrübensirup, Zucker, Kartoffelstärke, Rauchsalz, Essig. Ja, also bis auf im Brötchen, da ist nämlich irgend so ein Emulgator drin. Ist das auch wieder so gut wie nur mit natürlichen Zutaten. Beeindrucksvoll. Ich könnte eigentlich mal... Natürlich macht es keinen Unterschied, ob ich die stimmungsvolle Beleuchtung anmache, wenn ich auch die Neonröhre oder die Xenonröhre oder was auch immer in dieser Röhre drin ist, am Leuchten habe. Ihr seht, ich bin verwirrt und ich habe Hunger. Und deswegen habe ich hier ein stilvolles Kochgerät. Und muss die Kamera ein bisschen weiter runterstellen, damit man auch sieht, was ich mit dem stilvollen Kochgerät so tue. Und ich habe hier nämlich noch einen ganz tollen Topf aus der Küche geklaut. Ich hätte natürlich auch einen Outdoor-Topf nehmen können, die stehen hier eh alle hinter der Kamera rum. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. So allmählich habe ich nämlich mein Ausrüstungsregal eingeräumt. So. Und jetzt sollte ich, glaube ich, noch lüften, wenn ich ihn mit dem Gaskocher hantiere. Geschafft. Und für diejenigen, die immer nörgeln, dass ich da unten mit einem Feierstil hantiere, habe ich mir jetzt ein rosa Feuerzeug besorgt. Sehr stilvoll. Jo, das war ja einfach. Gut, ich hatte auch nicht erwartet, dass es schwer wird. und dann kann ich jetzt eigentlich da einen Burger reinschmeißen. Nachher gibt es dann noch die Kartoffelchen. Die Bratkartoffeln mit Rührei, Speck. Ja, genau das. So, das hat jetzt ein Weilchen vor sich hingebrodelt. Und jetzt traue ich mich natürlich nicht, die Dose anzufassen, in der Befürchtung, dass die ziemlich heiß sein könnte. Ne? Für sowas hat man auch eine schöne Multifunktionszange. Habe ich mal geschenkt gekocht.
Herzlichen Dank dafür übrigens. Ja, da ist es natürlich der Zettel abgegangen. Ich brauche das Wasser noch, weil es gibt ja nachher noch einen zweiten Gang. Jo, schmeiß mal auf den Boden, genau. Ist ja ein Männerkeller, da darf man sowas. Mal gucken. Also, die Spannung steigt. Wir packen aus den hochwertigen Dosenburger. Wow, krass. Der ist sogar in Papier und... Also anders als der andere Burger. Ich hoffe, ihr wisst, von welchem Video ich spreche. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch auch nochmal, dass man da mal einen Direktvergleich bekommt. Also beim anderen Burger ist die erste Reaktion, wenn man den aufmacht. Und bei diesem Ding, das riecht wirklich aromatisch lecker, muss ich sagen. Oh, da kriege ich Hunger. Ich bin nur zu blöd, den Deckel hier richtig abzukriegen. Jetzt habe ich es doch noch geschafft. Ja, es ist noch nicht alles verloren mit mir. So. Also ich finde ja toll, dass der auch noch eingepackt ist. Irgendwie hört es ist fast so, als ob man sich den bei einem bekannten, großen, modernen Burger-Braterei abholen würde. Moment, ich zoome mal ran. Der sieht... Also, in diesem Fall ist es schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Also, meistens bin ich ja dafür dankbar, aber... Doch, ja. Also, der sieht auch ganz anders aus als... ja, krass, und wirklich so ein richtig schönes Stückchen Fleisch. Boah, und da ist eine Scheibe Schinken, die als Schinken zu erkennen ist. Und der Käse sieht tatsächlich nach Käse aus. Also, jetzt bin ich positiv überrascht. Ui. Wobei andererseits, ich suche mal kurz ein Messer, so hundertprozentig überrascht bin ich jetzt auch wieder nicht, weil bisher waren alle Sachen, die ich von Dosenbistro gegessen habe, sehr lecker. Schneiden wir den doch mal spaßeshalber durch. Deswegen würde es mich eher überraschen, wenn der jetzt scheiße schmeckt. Boah. Das ist auch mal so eine Art Sauerkraut. Das kann nicht sein. Sauerkraut stand nicht auf der Zwiebeln, sind das, glaube ich. Also so sieht das gute Stück jetzt aus. Also das ist echt mal eine ganze Nummer appetitlicher als der andere Dosenburger. Hm? Geil. Nom, nom, nom. Boah, also echt, also... Ich weiß, man soll nicht mit vollem Mund sprechen, aber dann bin ich die ganze Zeit nur am Kauen und das macht auch irgendwie keinen Sinn, ne? Also, richtig, richtig, richtig würzig, richtig pikant. Schmeckt absolut nach Hackfleisch, also nach Frikadelle. Und im Übrigen, guckt euch mal den Anteil an Fleisch an dem Ding an. Das ist wirklich im Großen und Ganzen ein Stück Fleisch zwischen ein bisschen Brot. Und nicht ein bisschen Fleisch zwischen Brot, viel Brot. Bin begeistert. Leicht scharf. Wirklich richtig würzig. Man schmeckt den Schinken auch irgendwie zu leicht raus. Der Käse ist Käse. Ich hätte noch ein bisschen länger im Wasser lassen sollen. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, 5 Minuten steht auf der Packung, glaube ich, auf der Dose. Ja. Also 8, 9, 10 Minuten schaden auch nicht. Man kann ihn so super essen, aber so richtig heiß ist er nicht. Boah, aber, also, richtig lecker. So, also, boah, das war mal richtig lecker. Bin begeistert. Also selbst so als nicht ausgehungerter Mensch, der gerade aus dem Wald kommt, das richtig, richtig, richtig schmackhaft jetzt gewesen.
Also, und richtig, richtig pikant, lecker würzig. Da muss man auch wirklich überhaupt nichts mehr nachwürzen. Wer gern pikant isst, toll. Und richtig viel Fleisch und oh, geil. Haken kostet 5 Euro. Also, andererseits, was kosten Burger im Restaurant? Ne? Bestimmt nochmal mehr als 5 Euro. Und also der hat schon unglaublich gute Qualität jetzt gehabt. Und man merkt fast nicht, dass das Ding aus der Dose kommt. Das soll was heißen. Beim anderen Dosenburger merkt man es sehr wohl. Gut, ich habe jetzt aufgesetzt, die Bratkartoffeln mit Rührei und Speck oder Rührei und Speck mit Bratkartoffeln, je nachdem, wie rum man das dann haben möchte. Und bis das fertig ist, nehme ich mir jetzt mal noch kurz ein bisschen Zeit und möchte euch einfach noch ein paar Takte erzählen zu dem Buch, das ich schreibe. Also ich bin da regelmäßig mal ein bisschen dran. Wichtig ist ja bei so Schreibeprozessen, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es da euch bei der Schreiberei geht, dass man schon auch die Muße dafür haben muss. Ich persönlich kann mich nicht jetzt hinhocken und sagen, so, jetzt schreibe ich weiter und dann kommen mir die Ideen, was ich schreiben will. Sondern ich muss da schon einfach Muße zu haben. Ich habe da hin und wieder einfach mal so Momente, jetzt kannst du weiterschreiben und dann schreibe ich halt mal wieder 3 Seiten oder was. Word-Seiten. Also das ist dann schon einiges an Text. Man muss ja gucken, so eine Word-Seite, wenn man die dann noch auf Buch formatiert und dann vielleicht noch Bilderchen dazu macht und so weiter und so fort, dann sind das gut und gerne gleich mal 4 Buchseiten. Kommt natürlich auch aufs Format des Buches an. Es können auch 8 Buchseiten sein, wenn es ein sehr kleines Buch ist. Eieiei, jetzt spritzt mir hier gleich das Wasser über aus meinem Topf. Ich bin schockiert. Ich dreh mal hier den so wirklich regulieren kann man so einen Gaskocher natürlich auch nicht wirklich. Insbesondere wenn man versucht, am Rädchen zu drehen und dann heißes Wasser auf die Pfote kriegt. Aber hat nix. Ben ist ja heißes Wasser resistent. Aua! Dann spritzt halt drüber. Das ist ein Männerkeller hier. Hier darf auch überkochen. Überhaupt darf hier auch gekocht werden. Jawohl. Und wenn der Keller brennt, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe eine Brandschutztür. Der Rest vom Haus brennt dann nicht ab, sondern nur ich in meinem Keller. Die Wikinger hatten auch eine Feuerbestattung mit all ihren Wertsachen. Also, so gesehen, da ist meine sämtliche Ausrüstung im Keller rumliegt und ein Großteil meiner, die Hälfte meiner Bücher. Das ist ja ein angemessener Tod eigentlich. Okay, wenn es nicht dazu kommt, dann kann ich weiter in meinem Buch schreiben. Das wollte ich nämlich ja gerade noch erzählen. Konzeption ist folgende. Meine Kernkompetenz besteht ja darin, dass ich mehr Hintergrundwissen zum Wald weiß, als die meisten anderen, die Bücher zum Outdoor-Sektor schreiben. Und dass ich ja mehr oder weniger so ein bisschen wissenschaftlich ausgebildet bin mit meinem ollen Master of Science. Und deswegen soll das Ding halt ungefähr als Buch das sein, was mein Kanal auch so ein bisschen ist. Waldwissen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Also es wird kein wissenschaftliches Buch, das können andere besser schreiben als ich und haben es besser geschrieben als ich. Es wird aber halt auch kein Larifari, das 27. Survival-Handbuch. Das 270. Survival-Handbücher gibt es ja wie Sand am Meer. Nicht, dass die schlecht wären und wer in letzter Zeit eins geschrieben hat, der hat meistens wahrscheinlich sogar ein sehr gutes geschrieben, weil alle, die in jüngster Zeit rausgekommen sind, die ich gelesen habe, fand ich ganz hervorragend. Und bei mir, was bisher an Kapiteln so weit ist, dass ich euch sagen kann, dass es die Kapitel geben wird, ist erstmal natürlich eine ausführliche Einleitung mit ein bisschen Schwachsinn einer kleinen Ben-Biografie, in nicht ganz ernst zu nehmen. Die ist mir, glaube ich, gut gelungen. Ich kann fast, also wenn euch der Scheiß, den ich so erzähle, gefällt, dann werdet ihr das Zeug, was ich schreibe, auch toll finden, bis sogar noch besser finden, weil im Gegensatz dazu, dass wenn ich was erzähle, das Ganze ja immer spontan mache, habe ich beim Schreiben halt Zeit, mir zu überlegen, was ich sage und dann wird mein Humor tendenziell noch ein kleines bisschen bissiger und ein kleines bisschen durchdachter und die schlechten Witze werden nicht zu nicht mehr ganz so schlechten Witzen. Soweit darf ich mich da, glaube ich, loben. Mein Schreibstil ist schon wirklich nicht übel. Da habe ich auch schon viel Lob für gekriegt und es ist nicht das erste Mal, dass ich was schreibe. Ich habe da schon eine gewisse Übung, allein schon durch Studium, da muss man ja diverse Sachen schreiben. Allerdings ist es natürlich ein Unterschied, ob man jetzt eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreibt. Die muss man ja in Wissenschaftssprech schreiben. Also richtig schön nüchtern. Die hohe Kunst ist es, das Ganze nüchtern auszudrücken und gleichzeitig nicht langweilig zu schreiben.
Ich bilde mir ein, dass mir das einigermaßen gelungen ist, aber wer weiß das schon. Also ist das ja immer, liegt immer im Auge des Betrachters auch. Naja, aber jetzt muss ich mich nicht zum wissenschaftlichen Schreiben auslassen, sonst wird mein Essen nämlich zu heiß, bis ich damit fertig bin. Nein, Kapitel, die ich bisher geplant habe, war halt eben eine ausführliche Einführung mit so ein paar Gedanken, so ein paar Dingen, wie verwendet man jetzt dieses Buch. Und dann ist bisher mehr oder weniger fertig das erste Kapitel, die Struktur des Waldes. Also wie funktioniert überhaupt so ein Wald im wirtschaftlichen Sinn, das System Forst. Weil alle Wälder in Deutschland sind ja ein Forst und kein Urwald. Und das ist, glaube ich, mal ganz wichtig zu wissen, wenn man in den Wald geht und sich da längere Zeit aufhält und den genauer kennenlernen möchte, dass man mal grundsätzlich versteht, wie so ein System Forst, nenne ich es jetzt mal, eigentlich funktioniert. Welcher Förster ist wo zuständig, was für Waldarten gibt es denn überhaupt, wie wird so ein Wald grundsätzlich bewirtschaftet, so ein paar Grundlagen einfach, damit ihr den Wald vor lauter Bäumen besser sehen könnt. So, dann zweites Kapitel, weil es ist so quasi der rote Faden, der sich da durchzieht, ist Zeug, das man wissen muss, wenn man in den Wald geht, so der Reihe nach. Je tiefer man in den Wald geht, desto detaillierter muss man sich auskennen und desto mehr Grundlagenzeug sollte man mitbringen. Also im Idealfall, so ist das zumindest jetzt, habe ich mir das in meinem Büchlein vorgestellt, irgendwie muss ich ja auch aufbauen. und deshalb wird es vom ersten wichtigen, wenn man in den Wald geht, bis zum Detail, wenn man im Wald übernachtet und dann wirklich die kleinen, feinen Details in der Natur entdeckt, die einem als Otto-Normalverbraucher unter Umständen gar nicht auffallen. Und auch da sehe ich wieder natürlich mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich glaube, ich ein Buch schreiben kann, das mehr auf solche Dinge eingeht, als es die bisherigen Bücher getan haben. Und Schwerpunkt wird natürlich einfach auch nicht sein, dass wie baue ich jetzt am besten ein Tarp auf oder irgendwie sowas. Das kann ich zwar alles auch, aber das kann ich nicht besser als andere Leute. Mein Alleinstellungsmerkmal ist halt eben mein gesammeltes Waldwissen, über das ich verfüge, das denke ich doch einigermaßen ausgeprägt sein könnte. Ich will jetzt gerade nicht schon wieder den Arroganten raushängen lassen und behaupten, ich weiß nahezu alles. Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Ich weiß nahezu nichts. Aber trotzdem noch ein bisschen mehr als die meisten anderen. So, nächstes Kapitel, das wollte ich eigentlich aufzählen, ist dann entsprechend das Waldrecht. Weil das muss man halt eben auch wissen, wenn man in den Wald geht und da was anderes vorhat, als einfach nur spazieren zu gehen. Was darf man denn da jetzt alles und was darf man nicht? Und wenn man es nicht darf, wie kann man sich dann irgendwie drumherum mogeln? Weil was muss man um Erlaubnis fragen, weil was nicht? Wie sind die Möglichkeiten, Bushcraft oder Survival-Schiffdreck zu betreiben, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen und ohne das Ganze illegal zu tun. Das gibt nämlich schon so ein paar Möglichkeiten. Ein paar Dinge kann man nicht machen, ohne zu fragen. Das geht halt einfach nicht. Thema Feuer, außer halt an offiziellen Feuerstellen. Aber bei vielen anderen gibt es noch so ein paar Hintertürchen und das habe ich in schriftlicher Form dann auch nochmal schöner zusammengefasst, als ich das bisher in meinen Videos getan habe. Klar habe ich das alles auch schon, nicht alles, aber manches davon auch schon durchaus ausführlich auf YouTube erklärt. Trotzdem, in schriftlicher Form kann man es halt nochmal nachlesen und es ist einfach schöner aufbereitet. Es gibt einen deutlicheren roten Faden, weil normalerweise verläuft der rote Faden in meinen Videos ja ungefähr so. Von dem Buch ist er dann tatsächlich ungefähr so. Also darauf habe ich dann schon Wert gelegt. Außerdem wesentlich ist kürzer gefasst und ohne die ewigen und häufig vorkommenden Ausschweifungen, die ich jetzt hier drin habe. Ich meine, sicher als Video mag das der eine oder andere noch irgendwie ganz unterhaltsam finden, aber ich will in einem Buch schon wirklich kompaktes, das Nötige, aber auch ausführliche Wissen so kompakt wie möglich eben vermitteln.